Moin Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf diesem Kanal. Ja, viele von euch haben hin und wieder mal Probleme mit SimpleIC, dass es nicht funktioniert. Wer SimpleIC nicht kennt, das ist ein Mod, mit dem ihr Fahrzeuge besser machen könnt. Das heißt, ihr könnt euch Türen öffnen, ihr könnt Funktionen hinzufügen, die es sonst im normalen Farming Simulator nicht geben würde. Viele SimpleIC wollen, haben aber auch oft Probleme mit diesem SimpleIC. Oft liegt es manchmal daran, dass sie einfach eine zu alte Spielversion haben. Deshalb, wenn ihr Probleme mit eurer SimpleIC-Version habt, updatet erstmal das Spiel auf die neueste Version. Wenn es dann immer noch nicht geht, dann ist dieses Video genau richtig für euch. Heute zeige ich euch nämlich Top 10 Polizeimods, die ohne SimpleIC funktionieren, beziehungsweise wo SimpleIC nicht das Nötigste ist. Fangen wir auch schon direkt an, vergesst aber nicht zu abonnieren und dieses Video zu liken. Wenn ihr euch noch Feuerwehrmods wünscht, die keine SimpleIC brauchen oder THW-Mods oder, schreibt das gerne in die Kommentare. Fangen wir auch schon mal direkt an. Mein erstes Fahrzeug, das ich auf Platz 10 habe, ist der, obwohl eine Reihenfolge habe ich es eigentlich nicht mit einer Rangliste, ist der Skoda Octavia im Kriminalpolizeidesign. Gibt es auch im Amt Design ist in diesem Pack dabei. Müsst ihr nicht entpacken. Den Link dazu habe ich euch wie alle anderen Mods in der Videobeschreibung verlinkt. Wollen wir uns gerade mal den Sound anhören? Hoffe, den hört man in der Aufnahme. Auf jeden Fall Standard-Sound im LS19. Fahrgefühl absolut gut, würde ich jetzt mal sagen. Beschleunigung auch angenehm. Aber jetzt zu dem Wichtigsten, was diesen Mod hier ausmacht, warum er hier ist. Das ist zum einen mal das Blaulicht. Das ist nicht absetzbar, wie ihr seht. Die Grafik hier innen ist ein bisschen vernachlässigt worden, ist aber für den Außenbereich gar nicht so schlimm. Ist zwar ein Fahrzeug, das ihr nicht im Innenbereich spielen solltet, aber im Außenbereich passt das sehr gut. Wie ihr seht, scharfe Kurven mit zu hoher Tempo, das bringt es leicht zum Kippen. Ihr solltet also nicht zu starke Lenkbewegungen machen. Wollen wir mal gucken, was das Blaulicht sagt. Wir drücken ganz normal Post 1, wenn ihr es nicht geändert habt in den Tastenkombinationen. Und wie ihr seht, es hat eine Funktion. Kleiner Nachteil ist auch hier, das hat keine Reflexion. Das Blaulicht hier hat aber auch verbaute Frontblitzer. Ja, eigentlich, also ich finde den Mod daher auch cool. Könnt ihr auch als SEK-Wagen natürlich benutzen. Noch was Schönes, Wichtiges, oder was man halt dazu vielleicht ein bisschen braucht, ist noch die Sirene. Sirene also auch vorhanden. Die ganz normale Sirene, die ihr vielleicht auch aus verschiedenen anderen Mods schon kennt. Ja, also vom Texturen her, von innen außen her, finde ich den Mods sehr angenehm. Lässt sich auch gut fahren. Klar, ihr solltet jetzt nicht zu viel Tempo drauf geben, aber das solltet ihr so oder so nicht. Jo. Den Mod ist so ein, den ich sehr cool finde. Stuttgarter Kennzeichen, Skoda Octavia. Wenn ihr ihn wollt und ihr SimpleIC-Probleme habt oder auch nicht, ihr könnt ihn benutzen und ihr könnt hier drinnen sehen, also hier, das sind immer alle Funktionen, die er hat. Und mit SimpleIC, mit meiner SimpleIC-Taste funktioniert hier nichts. Das heißt, ein sehr zuverlässiger Mod, wenn ihr mich fragt. Auch sehr schöner Mod, dank an den Modder. Jo. Dann machen wir auch schon direkt weiter. Mit dem nächsten Fahrzeug. Das ist nämlich der Skoda Octavia im Polizeiskin. Königsberger Polizei Skin, wenn ich das so richtig sehe. Zumindest von dem Kennzeichen her. Auch mit Anhängenkupplung. Motorsound ist identisch mit dem anderen aus dem. Mit dem der Kriminalpolizei. Sirene ist verbaut, genauso wie das Blaulicht. Sirene testen wir gleich, aber das Blaulicht hat hier, wie ihr seht, eine Reflexionsfunktion. Sehr angenehm. Eigentlich genau gleich wie der Octavia im Kriminalpolizei bzw. SEK-Skin. Deshalb brauchen wir auch hier nicht allzu viel Zeit reinstecken. Sirene funktioniert auch.
ihr habt sie gehört, sonst würde ich beim nächsten Mal meinen Spielsound wieder ein bisschen höher machen. Ja, finde ich sehr angenehm Mod, aber von innen hat er halt genau dieselben wenigen Texturen wie alle anderen, wie der vorne dran. In dem Polizeipack und in dem Octavia-Pack sind noch Notarzt und Feuerwehr, glaube ich, da drin. Das heißt, ihr habt da auch jede Menge Spiel- und Raummöglichkeiten. Kommen wir zum nächsten, weil oft sind es halt eigentlich nur Polizeimods, die da sind. Denn hier haben, also im Polizeiskin als Streifenwagen, hier haben wir ihn jetzt als Kriminalpolizeiwagen. Also hier vorne hat man dann das Blaulicht. Motorsound, identisch der Standard LS19 Sound, aber ihr wisst, besser das als Schrott. Von innen her auch sehr angenehm, auch wenn ein bisschen grobe Texturen sieht, also wie man hier so sieht. Das Lenkrad eiert nicht, doch eiert ein bisschen rum, ist aber auch nicht allzu schlimm. Wenn ihr Simple IC habt, würde ich auch diesen Mod euch auch empfehlen, auch einfach so. Denn wenn ihr hier, wie ihr seht, die Simple IC-Taste drückt, könnt ihr zwar im Innenraum nichts dran rumstellen. Also was ist das hier? Also da. Ah, hier. Also mit dem Simple IC in diesem. Wenn ihr Simple IC habt und diesen Mod habt, dann könnt ihr nur die Türen aufmachen. Mehr habt ihr aber auch nicht hier. Wenn ihr kein Simple IC habt, das heißt, wir machen das wieder alles aus hier, dann habt ihr noch die Sirene hier verbaut. Natürlich als Farbwahl erhältlich. Also ihr könnt ihn auch schwarz machen oder sonst was ihr wollt. Oh, da ist Stau. Egal. Also sehr cooler Mod, kann ich euch nur empfehlen. Angenehmes Fahrgefühl. Jo. Er rutscht aber noch leicht, wie ihr seht. Könnte man vielleicht mal fixen, ist aber nicht schlimm. Dann kommen wir auch schon direkt zum nächsten, und das ist eigentlich gesagt mein Lieblingsmod in dem Ganzen hier, was wir haben, nämlich der VW Golf in seiner langen Version, Variant der DRL3. Sound, der Standard-Sound im LS19, aber ich meine halt die Texturen hier innen, das ist super nice gemacht. Ihr habt zwar keine Simple IC-Funktion hier drin, aber ihr könnt. Nein, das Blaulicht anschalten, das hat eine Reflexion, genauso wie der BMW vorhin, das habe ich vergessen zu erwähnen. Und ihr habt eine Sirene. Und Stuttgarter Kennzeichen. Also sehr, sehr nicer Mod, muss ich ehrlich sagen. Auch von den Texturen hier drin, halt, weil es das doch zum Mod macht, der auch im Innenleben, also in der Fahrerkabine, sehr, sehr schön ist. Und wo wir jetzt schon gleich zum nächsten Mod kommen, das ist der Mercedes-Benz 319 CDI mit dem Kennzeichen aus NRW. Ja, also Blaulicht kennt man ja so ein bisschen. Standard-Sound im LS19. Das ist ein. Also ihr könnt Simple IC anmachen, es bringt euch aber nicht viel. Weil das einfach nur da verbaut ist. Es gibt nämlich noch eine andere Version von diesem Fahrzeug, wo eine Warntafel damit steuerbar ist. Aber ihr könnt ohne Simple IC das Fahrzeug genauso benutzen wie mit. Einfach dann Taste N, wieder unsere Sirene. Eignet sich also sehr, sehr gut, gerade wenn ihr irgendwie eine Hundertschaft transportieren wollt oder Hundertschaften oder eine Polizeimasse darstellen wollt, könnt ihr diesen Sprinter sehr, sehr gut nehmen. Blaulicht reflektiert ja auch, wie ihr seht, ist ein Standard-Sound vom LS19. Kommen wir auch schon zur nächsten, und das ist ein neuerer Mod, der vor kurzem erschienen ist und wo ich sagen muss, dass er mir sehr, sehr gut gefällt. Klar, die Rundumleuchten hier oben, ich glaube, eine sehr gute Alternative zu dem, was wir gerade eben hatten. Beziehungsweise, er misst sich sogar sehr gut. Also die Texturen hier innen sind genauso. Ihr habt hier in eure Innenansicht
könnt hier ganz normal fahren. Was ich noch besonders cool finde, dieses Bremslicht hier, da, dieses in der Tür hier, das leuchtet auch auf, das funktioniert also auch einwandfrei alles. Ja, hier könnt ihr durch mal einen kleinen Spalt durchgucken. Ja gut, ist jetzt aber nichts, was so aus der Distanz hier so auffällt. Sirene ist da. Also alles vorhanden, ihr könnt damit ganz normal weiterfahren, mit dem Königsberger Kennzeichen natürlich. Ja, gut, ist jetzt nicht irgendwie was Skandalöses. Ja, ihr könnt den gerne benutzen, sehr cooler Mod, muss ich auch nochmal beim Modder bedanken. Also mega gelungen vom Skin her und vom Fahrzeug. Jo. Was wollte ich zu dem nochmal sagen? Ich glaube nichts mehr. Dann kommen wir auch zum nächsten. Und das ist kein deutscher Geländewagen. Das sieht man gleich, sondern italienisch. Warum ich ihn auch eingepackt habe in dieses Video, ist einfach wegen seinem, weil es halt ein Geländewagen ist, der auch Innenansicht cool hat. Es gibt ja noch die G-Klassen von Mercedes, aber die Innentextur, die gefällt mir da gerade nicht besonders. Der ist wie bei den Octavias. Auch die Soundgeräusche sind halt ein eigener Sound, der so nicht im LS19 vorkommt. Die Sirene ist selbstverständlich deshalb dann auch nicht vom LS19 oder halt von dem Ostdeutschland, könnt ihr mal kurz hören. Also finde ich sehr cool, den Mod. Gerade weil es halt ein schöner Geländewagen ist. Mit Rotlicht und Blaulicht, mit Reflexionen vorhanden. Also sehr cool. Womit wir auch schon zum nächsten Mod kommen. Das ist auch kein deutscher Wagen. SLK-Wagen, aber so SWAT-Team könnt ihr auch so nennen. Der hat eine besondere Funktion, also einmal die Lichter. Ihr habt hier oben Suchscheinwerfer, die ihr dann auch bewegen könnt. Mit, weiß nicht, die Taste. Also hier haben wir den da. Der bewegt sich gerade, glaube ich. Ja, Suchscheinwerfer. Im Dunkeln sieht es besser. Dass der, hier sieht man so einen leichten Lichtschatten, der so wandert. Richten wir ihn auch mal auf die Wand da. Hier, die Wand da. Also ihr habt die funktionierende Suchscheinwerfer. Was noch besonders cool ist an dem Fahrzeug, das Blaulicht. Also ihr seht, das ist extrem hell. Das sind richtige, also selbst die Wand da drüben leuchtet noch. Und die ja selbstverständlich auch. So mega cool, muss ich ehrlich sagen. Was haben wir noch an dem? Mit Taste X können wir die Sachen hier, die Seiten hier aufklappen. Hier drin haben wir dann ein mit Warnwesten, mit Schusswaffen hier drin. So mega Polizeifahrzeug. Was haben wir noch? Wir haben hier einmal die Türen, die aufgehen. Mega gute Innentexturen, wenn ich das so sagen dürfte. Und hier eben noch so ein Ausguck, dass alle fahrt, dass man so ein bisschen spionieren kann von da außen aus. Ein paar Mods, die ich bis jetzt genannt habe, das habe ich vergessen zu erwähnen, die haben auch eine Multi-Passenger-Funktion. Zum Beispiel der VW Golf Variant, den wir gerade hatten. Der hat eine Multi-Passenger-Funktion und einige andere auch noch. Der Sprinter, glaube ich, auch und so. Ja, Sirene noch besonders. Ah, nee, das war die falsche Taste mit N. Also typisch amerikanisch. Ui, da hat jemand gerammt. Also ich muss ehrlich sagen, sehr schöner Mod, schön gemacht. Und damit kommen wir auch schon zu einem der letzten. Das ist nämlich der Polizei, ältere Skin vom BMW. Der hat leider, wenn ich das richtig sehe, keine Rundumleuchtfunktion, die reflektiert. Dafür habt ihr aber die Auswahl zwischen einem Stadthorn
einem Landhorn. Und dann habt ihr halt noch eine Matrix, also eine Nachricht, die ihr hier reinmachen könnt mit Heckleuchtern, also Heckwarnern. Ja, wenn ihr Simple IC habt, dann könnt ihr dieses hier in diesem Wagen benutzen. Schalten wir es mal ein. Wir haben hier einmal die Seiten, die wir aufmachen können. Und jetzt wieder zu. Oh nee, jetzt müssen wir erst wieder aussteigen. Genauso wie hinten und im Kofferraum. Motorhaube geht, soweit ich weiß, nicht. Es gibt auch noch eine zweite Version von dem. Da dürfte die Rundumleuchte sogar, glaube ich, funktionieren. Ganz sicher bin ich mir jetzt auch nicht. Naja, also eigentlich ein sehr schöner Mod. Jo. Innentexturen gehen so, ist halt ein bisschen älter. Also ihr könnt auch beide gleichzeitig einschalten, weil sich halt dementsprechend bekloppt an. Innenfunktionen, das haben wir auch noch vergessen jetzt immer zu erwähnen. Also hier funktioniert einwandfrei. Da auch. Gut. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Mod, und das ist der Polizei Mittelberg mit dem X3er BMW. Sehr cooler Mod. Ihr könnt Simple IC, wenn ihr es habt, für die Türen benutzen. Ansonsten braucht ihr es eigentlich. Oh, jetzt sind wir gesprungen. So. Ihr braucht es aber nicht zwingend. Ihr könnt anschalten, ganz normal Blaulicht. Hat eine coole Reflexion im Gegensatz zu dem Polizei Königsberg Mod. Die Sirenen sind gleich, also ähnlich. Ihr habt eine 7 Stadthorn. Auf 8 das Landhorn. Und auf Taste 9 habt ihr ein Presslufthorn. Das hört sich aber dementsprechend gut an. Diesen Mod gibt es auch noch als THW-Mod. Das kann ich euch hier mal kurz zeigen. So, Simon, also wir haben noch als Feuerwehr und THW-Mod. Findet ihr auf Sosi Modding, falls ihr noch fragt. Den Link zu den Downloads stelle ich euch natürlich, wie gilt versprochen, in die Videobeschreibung. Gut, dann wären wir auch schon eigentlich durch mit den ganzen Polizeimods hier. Ja, wenn ihr Lust daran habt, dass ich euch alle Polizeimods auch oder Feuerwehrmods auch nochmal ohne Simple IC reinstellen könnt, die ihr euch downloaden solltet. Dann schreibt das doch in den Kommentar. Dann kann ich da mal gucken, welche meine Top-Videos oder halt Feuerwehrmods sind. Und dann kann ich euch das auch mal reinstellen. Jo, das soll es auch dann schon gewesen sein von diesem Video. Vergesst nicht zu abonnieren und zu liken, wie gesagt. Schreibt mal rein, welcher Mod euch noch gefehlt hat, der ohne Simple IC steuerbar ist, der euch gefehlt hat. Oder schreibt einfach rein, welcher Mod euch am besten gefallen hat. Würde mich über Bewertung, wie gesagt, freuen. Und schaut die anderen Videos zum LS19 an. Jo, dann würde ich mich auch schon wieder verabschieden. Macht's gut und bye.